Kennst du deine Leberwerte? Die Leber ist das wichtigste Organ in deinem Körper. Und ja, wie viel Obst isst du am Tag? Trinkst du regelmäßig Alkohol? Fastest du? Dann habe ich dir heute ganz, ganz wichtige Infos mitgebracht. Dieses Video kann definitiv dein Leben verändern. Ja, die Leber. Du kennst wahrscheinlich die Geschichten von Asterix und Obelix. Wenn der Obelix zu viel Wildschwein gegessen hat, hat ihm der Bauch wehgetan und er hatte Leberschmerzen. Und der Druide Miraculix hat ihm dann immer einen Heiltrank gemacht. Vielleicht kennst du auch die alte Geschichte von Prometheus, wo der Adler immer die Leber gefressen hat. Und die Leber hat ja diese wunderbare Fähigkeit, sich immer wieder selbst zu erneuern. Das heißt, wenn sie dazu gezwungen wird, kann sie als einziges Organ des Körpers sogar nachwachsen. Ja, so weit soll es aber hoffentlich nicht kommen. Und deswegen habe ich heute ganz, ganz wertvolle Infos für dich mitgebracht, damit du deiner Leber Gutes tun kannst. Das Dramatische ist nämlich, die Leber schmerzt nicht. Sie schweigt, auch wenn es ihr überhaupt nicht mehr gut geht. Aber schauen wir uns einmal ein bisschen genauer an. Die Leber ist das zentrale Organ in deinem Körper. Sie ist weich, sie ist dunkelrot, sie hat eine glatte Haut und sie hat ein Gewicht von etwa 1,5 bis 2 Kilo. Sie hat einen großen und einen kleinen Leberlappen. Und um die Leber herum gibt es ein schützendes Bindegewebe. Das ist die sogenannte Lederkapsel. Es ist eine zarte Außenhülle, die Schmerzsignale senden kann. Und wenn es wirklich so weit ist, dass die Leber so vergrößert ist, dass es ihr quasi zu eng wird in dieser Kapsel, dann hast du einen unangenehmen Druck, ein unangenehmes Stechen. Das ist aber dann schon wirklich ein großes Signal, dass deine Leber krank ist. Ja, was macht die wunderbare Leber für uns? Also das, was sie in unserem Körper macht, das ist wirklich beeindruckend. Sie produziert sowas wie eigene Medikamente. Das heißt, sie produziert Botenstoffe, die auch für unser Gehirn sehr, sehr wichtig sind. Sie steuert die Blutgerinnung. Sie versorgt uns auch dann mit Energie, wenn wir nichts gegessen haben. Das heißt, sie kann für eine sogenannte Notfallversorgung Ketonkörper bereitstellen. Das ist ein genialer Trick von der Evolution, wenn du dir vorstellst, wenn wir früher oft tagelang ja durch den Wald wandern, jagen mussten, dann hat die Leber dafür gesorgt, dass unser Körper noch immer Energie hatte, dass Nährstoffe fürs Gehirn und für unsere Muskeln zur Verfügung stehen. Aber die wichtigste Funktion von der Leber ist die Entgiftungsfunktion. Das heißt, alles, was unserem Körper nicht gut tut, ob das Medikamente sind, die wir einnehmen, ob das Alkohol ist, den wir trinken, ob das ja Schadstoffe, Giftstoffe, Pestizide, Antibiotika-Rückstände, die wir zu uns nehmen, die Leber sorgt dafür, dass das bald möglichst alles hinaus befördert wird. Und die Leber ist auch ganz, ganz wichtig für unser Immunsystem. Sie löst Alarm aus, wenn Angreifer von außen uns Böses tun wollen. Dann schwärmen die Botenstoffe aus, um diese Angreifer unschädlich zu machen. Ja, du siehst, die Leber tut ganz, ganz viel für uns und sie hält den härtesten Beanspruchungen stand. Sie heilt, wenn wir sie immer wieder in Ruhe lassen. Und das ist das Gute daran, die Leber ist regenerationsfähig. Das heißt, man kann auch eine Leber transplantieren, dann wächst sie nach. Und der, der ein Stück von der Leber hergibt, nach ein paar Monaten wächst sie auch wieder nach. Also sie ist wirklich ein Arbeitstier. Sie kann sich regenerieren. Sie macht ganz, ganz viel in unserem Körper. Sie ist wirklich unsere Zentrale. Jetzt haben wir aber heutzutage ein großes Problem. Ein Viertel der Bevölkerung, das sind in Deutschland etwa 20 Millionen Menschen, in Österreich etwa 2 Millionen Menschen,
Wir haben unbemerkt eine sogenannte Fettleber. Eine Fettleber ist eine beginnende Lebererkrankung, die bei Fortschreiten sogar zu einer Leberzirrhose führen kann. Und lange hat man immer angenommen, der Alkohol ist schuld. Wir haben aber jetzt schon immer öfters Patienten und Patientinnen, die auch eine Fettleber haben, obwohl sie kaum, nie oder nur sehr selten Alkohol trinken. Das ist die sogenannte nicht-alkoholische Fettleber. Und die kommt leider von einem Ernährungsverhalten, das nicht ganz okay ist. Und da möchte ich dir heute die wichtigsten Tipps mitgeben, was du beachten kannst, falls du schon eine Fettleber hast. Das Gute ist, die Leber kann sich regenerieren. Und noch viel wichtiger, wie du verhindern kannst, dass du so eine Fettleber bekommst. Alkohol ist definitiv ein häufiger Auslöser für eine Fettlebererkrankung oder eigentlich eine Leberzirrhose. Aber die klassische Fettleber, die sehr viele Menschen heutzutage haben, die entsteht dann, wenn die Zuckerspeicher in der Leber überquellen. Und dazu musst du jetzt gar nicht nur den reinen Zucker essen, sondern das kommt auch von einem zu viel an Kohlenhydraten, die du in Form von Reis, Nudeln, Brot, Gebäck und eventuell auch Süßigkeiten und Limonaden zu dir nimmst. Wenn nämlich die Leber überquillt mit diesen überschüssigen Zuckermolekülen, dann wird dieser überschüssige Zucker in Fett umgewandelt. Und die Leber ist dann in der Lage, dieses Fett ganz, ganz platzsparend zusammenzupacken. Das heißt, das Fett wird in kleinen Tröpfchen gelagert und diese verschmelzen dann zu größeren Tropfen und das lässt dann das Lebergewebe anwachsen. Das heißt, die Leber wird immer größer, der Fettpolster der Leber wächst und das Fatale ist, wenn die Leber so einen Fettpolster hat, kann sie nicht mehr ordentlich arbeiten. Das heißt, das schadet der Leberfunktion massiv und eines der ersten Zeichen ist, dass die Leber müde ist, dass auch die Menschen, die eine Fettleber haben, so eine chronische Müdigkeit haben. Das heißt, sie sind immer müde, sie sind erschöpft, vor allem nach Mahlzeiten mit Kohlenhydraten. Also ich kenne das selber auch, ich bin vom Stoffwechseltyp ein sogenannter Eiweißtyp. Das heißt, mir tun Kohlenhydrate im Übermaß definitiv nicht gut und ich würde da sicherlich auch eine Fettleber ausbilden. Und wenn ich zum Beispiel Nudeln mit Pesto esse, also Kohlenhydrate mit Fett, dann falle ich wirklich in ein sogenanntes Futterkoma. Das heißt, ich werde da sehr, sehr müde und ich brauche auch Stunden, um wieder halbwegs aktiv zu werden. Wenn ich einen Fisch mit Gemüse esse, geht es mir wunderbar. Und das haben leider ganz, ganz viele Menschen, vor allem auch Frauen. Also Frauen lassen oft das Fleisch, das Eiweiß weg. Sie essen Reis mit Gemüse, Kartoffeln mit Gemüse, Nudeln mit Gemüse, fallen dann auch ins Futterkoma, sind oft gar nicht lange satt davon, brauchen dann auch wieder Süßigkeiten, um irgendwie halbwegs Energie zu bekommen und in Schwung zu kommen. Und das ist leider der Nährboden, wo wirklich so eine nicht-alkoholische Fettleber wächst und wächst und wächst. Also das Wichtigste ist, für dich herauszufinden, welcher Stoffwechseltyp du bist. Und wenn du von Kohlenhydraten müde wirst, auch nicht ordentlich satt bist, immer Heißhunger und Süßgelüste hast, dann stell deine Ernährung um auf ganz, ganz viel Gemüse und wertvolles Eiweiß in Form von Hülsenfrüchten, Fisch, Fleisch, Nüssen und schau, wie sich's da verändert von deiner Vitalität, von deinem Energieniveau und du wirst auch einen positiven Effekt auf Gewicht und Figur merken. Ja, was für die Leber leider auch ganz, ganz böse ist, ist vor dem Schlafengehen viel essen. Ich bin ja ein Fan davon, von diesem alten Sprichwort, iss morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein Edelmann und abends wie ein Bettler. Und das ist perfekte Aufteilung fürs Essen, sowohl aus Sicht der traditionell chinesischen Medizin, mit der ich ja in der integrativen Ernährung arbeite,
weil wir da sagen, wenn wir in der Früh mit Frühstück den Stoffwechsel anregen, also wirklich unsere Mitte, das Milz-Qi, ordentlich ankurbeln, dann ist das das Beste fürs Gewichtsmanagement, auch das Beste fürs Energieniveau. Und genau 12 Stunden später, da kommt auch die Organuhr der chinesischen Medizin ins Spiel, sind unsere Verdauungsorgane, und da gehört letztendlich auch die Leber dazu, müde. Und wenn du vorm Schlafengehen sehr, sehr viel futterst und du legst dich dann nur mehr aufs Sofa oder ins Bett, dann kann der Körper das nicht mehr sinnvoll verwenden und verwerten. Und deswegen landet das als Fettpolster auf den Hüften oder im Bauchraum, beziehungsweise als Fetttröpfchen in der Leber, die sich verdichten. Das heißt, am Abend spät essen, sich hinlegen, da verbrauchst du kaum mehr Kalorien und dein Körper bunkert und lagert das alles ein. Also dieses üppige Abendessen ist quasi überflüssig, belastet den Körper, oft auch die Schlafqualität. Und ich habe ein Beispiel für dich, dass du das vielleicht ein bisschen veranschaulicht. Du bist sicher schon einmal auf Urlaub gefahren. Stell dir vor, du füllst deinen Kühlschrank bummvoll an, obwohl du weißt, dass du jetzt 14 Tage auf Urlaub fährst. Wozu sind dann diese Köstlichkeiten im Kühlschrank, wenn du gar nicht da bist? Ja, der Kühlschrank steht sinnbildlich für deine Leber. Wenn du am Abend sehr viel isst, ist deine Leber mit Nahrung überfüllt, obwohl gar kein Energiebedarf herrscht, weil du ja gemütlich am Sofa sitzt und dich dann ins Bett legst. Ja, wir haben Körperfunktionen, die auch in der Nacht aufrechterhalten werden, aber du hast genügend Reserven in deinem Körper da. Also denk wirklich an dieses alte Sprichwort, morgens wie ein Kaiser oder Kaiserin essen und dafür am Abend wenig. Ich empfehle auch, 3 Stunden vorm Schlafengehen maximal etwas zu essen, und noch besser ist, wenn du am Abend, wenn es nochmal später ist oder wenn du wirklich mehr isst, mach noch einen Spaziergang, einen Verdauungsspaziergang, beweg dich. Bewegung ist generell sehr, sehr wichtig für die Leber. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie unser Körper von der Evolution her aufgebaut ist. Früher mussten wir entweder als Jäger und Sammler vorher etwas jagen, bevor wir was zu essen hatten, oder wir gingen in den Wald und haben Früchte, Wurzeln, Gemüse, Obst gesammelt. Das heißt, wir mussten uns vorher bewegen, bevor es etwas zu essen gab. Heute haben wir den Luxus, dass überall und zu jeder Zeit Essen zur Verfügung steht. Das ist aber für unseren Körper nicht so ideal. Das heißt, vorher etwas Bewegung zu machen, vielleicht auch vor dem Frühstück schon eine kleine Sporteinheit zu machen, Fahrradergometer fahren, vielleicht schon halbe Stunde Morgenspaziergang, das sind alle, die einen Hund haben, definitiv im Vorteil. Das wäre sehr, sehr gut. Da verdient man sich quasi das Essen, und diese Bewegung hilft auch, eine Fettleber zu vermeiden oder, wenn sie schon vorhanden ist, abzubauen. Ja, und jetzt noch ganz, ganz wichtig auch das Thema Obst. Obst ist gesund, Obst liefert Vitamine, Obst liefert Mineralstoffe, Obst liefert Ballaststoffe. Aber Obst liefert leider auch Zucker und vor allem Fruchtzucker. Und dieser Fruchtzucker, die Fructose, wird anders in unserem Körper verstoffwechselt als der klassische Traubenzucker, die Glucose. Der Fruchtzucker geht nämlich direkt zur Leber. Ein Apfel am Tag oder ein Stück Obst am Tag ist gesund, aber mehr Obst macht definitiv die Leber fett und ist nicht gut, vor allem dann nicht, wenn du vielleicht auch Smoothies, wo viel püriertes Obst dabei ist, oder Fruchtsäfte zu dir nimmst. Also 1 Liter Apfelsaft, Traubensaft, Birnensaft, da sind in einem Liter etwa 18 bis 20 Birnen oder Äpfel gepresst. Das würdest du nie essen, aber so 1 Liter Saft ist schnell getrunken. Und das flutet deinen Körper mit Fruchtzucker, mit Fructose, die von der Verdauung
über die Pfortader sofort direkt in die Leber geht und wo dieser Fruchtzucker als Fett gespeichert wird. Das heißt, Vorsicht mit zu viel Obst. Es gibt auch immer mehr Menschen, die Fructose, den Fruchtzucker nicht vertragen. Das kommt vor allem daher, weil dieser Fruchtzucker als Alternative zum normalen Zucker oft vom Marketing und von der Werbung als sehr gesund dargestellt wird. Es gibt leider vor allem Lebensmittel für Kinder, wo dann draufsteht mit gesundem Fruchtzucker und der ist überhaupt nicht gesund. Der führt nämlich dazu, dass auch schon Kinder, Jugendliche eine Fettleber haben. Also wie gesagt, ein Stück Obst am Tag ist kein Problem, aber Finger weg von Obstsmoothies, von Frühstückszerealien, die mit Fruchtzucker gesüßt sind, vor Trockenfrüchten. Also Vorsicht mit zu viel Fruchtzucker. Es gibt auch ein eigenes Video von mir, wo ich sehr, sehr viel über Zucker erzähle, über die Zuckerarten und wo du überrascht sein wirst, warum der normale Industriezucker, der klassische Rübenzucker, sogar gesünder ist als viele von diesen teuren Alternativen wie Birkenzucker, Xylit, Agavendicksaft und alles, was uns da immer wieder vorgekaut wird, was wir stattdessen essen sollten. Schau dir dieses Video über Zucker an. Es wird deine Augen öffnen und vor allem, es wird es ein bisschen einfacher für dich machen, wie du mit Zucker umgehst. Und jetzt habe ich noch einen wichtigen Punkt, den ich dir unbedingt noch mitgeben möchte, für deine Leber, einen sogenannten Bonustipp, den ich für dich habe. Falls bis jetzt schon etwas dabei war, wo du sagst, das ist wertvoll, aus dem Video hast du schon was gelernt, hast du was mitgenommen, dann hinterlass mir bitte ein Like, abonniere meinen Kanal und wenn du es likest oder abonnierst, ist das ein wichtiger Hinweis für YouTube, dass ja wertvolle Inhalte sind und so wird dieses Video mehr Menschen vorgeschlagen, damit viele von diesem Wissen profitieren können. Ja, und jetzt habe ich dir noch einen Bonustipp versprochen. Und zwar geht es um sogenannte Fasten. Fasten, vor allem auch das Leberfasten, wird immer als sehr, sehr gesund dargestellt. Es hat durchaus seine Vorteile. Wenn jemand sehr übergewichtig ist, kann das ein Einstieg sein in eine Ernährungsumstellung. Es kann motivieren. Vor allem, es gibt auch so ein Gefühl der Zufriedenheit, man hat sich ein bisschen kasteit, man hat was geschafft und man kann da durchaus Veränderungen anstoßen. Aber lass bitte vorher checken, ob deine Leber fit genug ist für so ein Fasten. Wenn du einen Marathon läufst, machst du das auch nicht ohne Training und Fasten ist wirklich was sehr Extremes. Und du musst dir das so vorstellen, für die Leber ist das wirklich von 0 auf 100. Das heißt, vorher hat die Leber Nahrung bekommen, hat mit gewissen Ruhezeiten immer wieder sich ihren Aufgaben widmen können. Und wenn du jetzt keine Nahrung zu dir nimmst, wenn du wirklich so ein Fasten machst, wo es nur Brühe gibt oder Wasser gibt oder Tee gibt, dann muss die Leber von 0 auf 100 umstellen auf andere Stoffwechselprozesse. Sie muss entgiften, sie muss Ketonkörper herstellen und das ist definitiv sehr, sehr anstrengend für die Leber. Und vor allem, wenn die Leber schon leicht erkrankt ist, kann das sehr, sehr stressig für sie sein, plötzlich überhaupt keine Nahrung mehr zu bekommen. Das heißt, das ist dann ein Wahnsinnsstress für die Leber und sie baut dann auch eigenes Gewebe ab, dadurch muss sie wieder entschlacken, entgiften, was sie auch wieder sehr überfordert. Also Hungern oder radikale Diäten können wirklich gefährlich sein, weil es die Leber überfordert. Ich bin ein Fan von sanfteren Kuren, ob das jetzt ein Basenfasten ist, ob das eine Getreidekur nach TCM ist, ob das eine Detoxkur ist, nach der integrativen Ernährung, wo wir sehr an der TCM angelehnt sind, da gibt's dann zum Beispiel Getreide, welche sehr wertvoll sind für die Leber. Da schauen wir dann auch typgenau nach, ob es entweder der Hafer ist. Der Hafer hat nämlich den Vorteil, da sind viele Beta-Glucane drinnen,
Der Hafer hitzt allerdings sehr, deswegen ist für manche die Gerste besser. In der Gerste sind auch sehr viele Beta-Glucane und Ballaststoffe. Und es gibt dann kleine Mengen Getreide mit viel Gemüse und entgegen früherer Empfehlungen, die Leber mag auch Eiweiß, vor allem pflanzliches Eiweiß. Und das kannst du mit ganz normalen Lebensmitteln sehr, sehr gut machen, dass du deinen Körper mal unterstützt, vor allem auch dein Verdauungssystem reinigst, aber Finger weg vor diesen extrem Fastenkuren, wo es überhaupt nichts gibt, nur Wasser oder Tee. Oder ganz schlimm wäre, wenn es dann Obstsäfte gibt, weil das belastet die Leber wieder über den Fruchtzucker. Achte auf deine Leber, tu ihr Gutes, ernähr dich ausgewogen, regelmäßig, am besten 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag und achte auch auf die Bewegung.